Mr. Mike. Yo, hier ist Mr. Mike. Heute mit einem weiteren Tutorial zu einem ganz speziellen Behind-the-Back-Dribbling. Zeige ich euch gleich. Bevor es losgeht, erstmal danke an Peak. Die haben mich hier perfekt eingekleidet und denen sponsere ich auch dieses Video hier. Ihr seht schon, die Lou Williams Schuhe. Peak, alles am Start. Nice, Mann. Nice. Vielen Dank dafür. Und jetzt geht es gleich weiter mit dem Behind the Back. Das Schwierigste an dem Move ist für mich jetzt erstmal persönlich einen richtig coolen Namen dafür zu finden, weil den habe ich nicht. Überhaupt die ganzen Moves, für jeden Move irgendwie einen coolen Namen zu finden, ist echt sehr schwierig. Jetzt geht es erstmal los. Und zwar, Grundprinzip ist der Move, den ich euch schon mal gezeigt habe, das Karussell. Ne, das Karussell. Habe ich euch auch schon mal gezeigt und ihr merkt es schon, der Name ist einfach ziemlich lame. Ne, das Karussell. Was Besseres ist mir halt nicht eingefallen. Ja, Mann. Aber Grundprinzip ist einfach rechte Seite rüber auf links und hier drüber. Ja, das ist ja auch schon eine Art von Behind the Back. Und jetzt habe ich mir dann gedacht, hey, wie cool wäre es, wenn man ihn mit links auf links zurückgibt. Ne? Also, ja, du musst ihn halt wirklich auch mit links können. Und jetzt packst ihn aus mit rechts. Ja, das ist eine ziemlich coole, einfache Art und Weise, um Behind the Back zu dribbeln. Also für mich persönlich. Ich bin mittlerweile doch auch schon so weit, dass ich sage, läuft. Weißt du, wenn noch nicht jemand nicht mal normal behind the back dribbeln kann, ist der Move wahrscheinlich dann ein bisschen zu schwierig, aber es ist einfach Übungssache. Ne? Es ist Übungssache. Ich muss ja auch noch mit hinschauen. Und das Schwierige ist natürlich erstmal, dass du ihn überhaupt hier vorbekommst und das Karussell schaffst. Ne? Siehst du, mein, diesen Hintern ist mir auch schon im Weg. Ne? Er muss ja hier auf dieser Seite schön rauskommen, um ihn hier mit rechts zu erwischen und natürlich auch mit der linken Hand, um ihn zurückzuspielen. Ne? Es hilft dir nichts, wenn der Ball hier hinten rauskommt, weil von da ihn mit der linken Hand zu erwischen, ist ziemlich schwierig. Ne? Er muss schon hier schön in den Bereich hier rauskommen, damit du ihn leicht wieder zurückspielst. Das ist ja dann ein Wechsel von links auf rechts. Siehst du, der war auch ein bisschen zu weit. Also so perfekt, wie ich jetzt hier angegeben habe, kann ich es dann doch. Siehst du? Vielleicht ein bisschen mehr mit Schwung, weil das Karussell an sich, der Ball kommt ja hier nach vorne auch. Ne? Er schiebt sich so ein bisschen nach vorne. Nur hier stehen bleiben tut er nicht. Es ist ja kein spezielles Behind the Back, wo er einfach gerade bleibt, der Ball. Nein, er sollte wirklich mit Schwung hier nach vorne kommen. Siehst du? Er kommt hier ein Stück bis nach vorne. Ja, Mann, so kriegst du ihn schön. Ja, Mann, das ist, ey. Mal gespannt, wie oft ich das schaffe. 10 Mal am Stück, links nach rechts, weiß ich jetzt gar nicht. Ne? Schwimmen, Schwung. 2, 3, 4, 5, 6. Siehst du? Da gebe ich an, dass ich so perfekt kann, aber kann es gar nicht perfekt. Ne? Übung macht den Meister. Ich sollte es ein bisschen üben, aber ich finde den Move an sich doch sehr stylisch. Ne? Effektivität natürlich, ja, was willst du damit? Vielleicht kannst du den irgendwie einbauen, dass du hier rüber gehst und ey, zurück. Kannst vielleicht, aber ich lege es jetzt keinem an Herz, das irgendwie in einem richtigen Game mit Schiedsrichter zu machen. Gepfiffen würde eigentlich nicht, weil es schon regulär ist, würde ich sagen, die Bewegung, oder? Weil, ja, hier hebst du ihn vielleicht ein bisschen von unten. Schwierig. Aber gerne Feedback geben, eure Meinung. Wie gesagt, Peak, checkt unten in Videobeschreibung aus, was die alles Feines am Start haben. Die Sneakers sind schon echt fein. Die haben da richtig coole, nette Sneakers hier. Du willst nichts am Start. Es ist schon nice. Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Mr. 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 Mike, Mike.